So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mount and Blade 2. Weiter geht's mit dem Banditen-Run. Nächster Bandit. Und natürlich, wer mal live Let's Play auf Twitch gestreamt, der Führung nachträglich hochgeladen. Und mein Mikro ist nicht richtig eingestellt. So, jetzt stimmt's. Also, wir sind hier stehen geblieben, wo die Aserei uns angegriffen hat. Und ich wollte ja aber zuerst noch schnell in die Taverne mit dem Pferdedieb zu reden, weil wir müssen unbedingt die Gassen wieder aufbauen. Das hat mehrere Gründe. Die Gassen werfen ein bisschen Geld ab. Meine aktuellen Gefährten von früher, die die Gassen angeführt haben, habe ich ja meistens in den Adelsstand erhoben. Das sind jetzt Clans. Und wir müssen natürlich auf der unteren Schicht wieder nachrekrutieren. Ne? Und das zweite, beziehungsweise der dritte Punkt ist, wenn ich die Gassen besitze und ich verteidige die Gassen, dann kriege ich Punkte auf Gaunerei. Und dann schaffe ich endlich meine 275 zu erreichen bei den Skillpunkten, damit wir noch mehr Beute machen. Obwohl ich schon jetzt nicht weiß, wohin mit der Beute, aber was auch immer. Ich will trotzdem mehr. Auch wenn man es nicht los wird, man einfach mehr mitnehmen. Peace to you, stranger. Though, if you come any closer, I may stick a knife in your belly. As one cannot be too careful these days. Ein sympathischer Dude. Ein sympathischer Dude. I may stick a belly, a knife in your belly too, yes? So, also, ich heiße Nex, mein Herr. Erzähl mir von dir. Das werde ich tun. Ist ein Barde zugegen? Falls ja, dann soll er mitschreiben, denn was ich zu sagen habe, wäre guter Stoff für ein Lied. Ich kenne den Geschmack von Pferdefleisch nur zu gut, mein Freund. Niemand weiß mehr über sie als ich. Leider sind die besten Pferde oftmals im Besitz von Leuten, die nichts davon verstehen. Und das versuche ich zu berichtigen. Aufgewachsen bin ich als Stallbursche. Aber wie sich herausstellte, war ich sehr geschickt darin, Pferde zu zähmen. Für meine harte Arbeit und das Risiko, mit dem jungen Hengst das Genick zu brechen, versprach mir der alte Fürst, mir an meinem 15. Geburtstag ein Pferd zu schenken. Leider starb der alte Fürst und an meinem 15. Geburtstag lachte sein Erbe nur. Er sagte, er würde kein edles Ross an mich verschwenden und bot mir stattdessen eine Ziege an. In dieser Nacht holte ich das beste Pferd aus dem Stall und ritt davon. Mit anderen Worten, ihr seid ein Pferdedieb. Ich bin der König der Pferdediebe. Ich habe Stuten direkt vor den Zelten der Aserei gestohlen und bin auf ihnen im Mondschein durch die Wüste geritten. Ich habe Hengste der Vlandier, stämmige Jungpferde der Kusai und zäher Walachen imperialer Lanzenkrieger von den Koppeln geholt. Aber ich muss zugeben, es ist riskant. Aus diesem Grund ziehe ich manchmal andere Arbeit vor. Man könnte wohl sagen, dass ich derzeit ohne Arbeitgeber bin, falls ihr also Leute sucht. Nun, ich bin offen für Verhandlungen. Plot Twist, das beste Pferd im Stall war die Tochter des Fürsten. Aha. Ja, ich würde sagen, das ist ein Mann, der für uns arbeiten soll, oder? Er soll von anderen gute Pferde klauen, damit wir sie brauchen können. Nicht, dass er das im Spiel wirklich macht, aber es würde in die Geschichte gut passen, oder? Wir heuern ihn an und er soll Pferde klauen für unsere Armee. Wir brauchen Pferde, wir haben ständig ein Problem, wir haben immer Pferdemangel. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr sagt, den nehmen wir mit. Und eine 2 in den Chat, wenn ihr sagt, nee, der passt nicht zu uns. Was ist eine 3? Stechen wir ihn hier und jetzt ab? Okay, die 1 gewinnt, die 1 gewinnt. Kommen Sie mit! Jetzt müssten wir ihn nur noch in eine Gasse schmeißen. Kleine Schlägerei, um sein Skill zu testen. So, wir rüsten den Pferdedieb natürlich aus. So. Nein. Der Schal ist besser. Gut, damit kann der Mann arbeiten.
Jetzt ist nur die Frage, wo soll er arbeiten für uns, ne? Hatten wir eigentlich alles schon verkauft? Ist die Stadt schon arm? Ja, das hatten wir in der letzten Folge noch gemacht, ne? Wir gehen mal schnell zum offenen Versteck und ich schmeiß mal ganz kurz alles an Dings rein, ja? Das soll dann hier für eine Weile sitzen bleiben. Die Stadt verwalten. Ich pumpe nochmal schnell doch noch ein bisschen mehr Geld rein. Ja, mehr Miliz wäre schon gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir mit der Aserei Frieden schließen oder nicht, ne? Und wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge noch gesagt, wir müssen unbedingt zur Burg Usek und nachher direkt weiter zur Burg Siratos. Eine tägliche Tributzahlung. Next ist einfach Dagobert Next mit 1,63 Millionen Gold. Ja, das haben wir uns alles zusammengestohlen. Alles zusammengestohlen. Ein Rekruten. Ich muss ehrlich sagen, ich... Okay, das sind die Kusai. Er ist gerade mit dem nördlichen Imperium im Krieg. Ich würde sagen, das ist eigentlich unsere Gelegenheit, ne? Also gut, wir bieten ihm den Frieden an. Das kostet uns zwar gut was. Was ist das für Banditenkönig, Frieden zu schließen? Ja, aber bei einem gewissen Punkt musst du ja auch taktisch denken, selbst als Bandit, ne? Also wenn du immer nur auf Krawall und auf Konfrontation aus bist, erreichst du ja nichts, ne? Du musst ja irgendwann über dich selber hinauswachsen. Was war das? Okay. Natürlich greifen wir die an. Ich hoffe nur, der Pferdedieb stirbt dabei nicht. Oh, hätte ich ihm bessere Rüstung geben sollen. Und jetzt passt schon zum Banditenkönig, dass wir Frieden schließen. Wir müssen das schon taktisch angehen. Ganz so stumpf sind wir dann auch nicht. Sieh, der König erkennt sinnloses Blutvergießen nicht die Lösung, aber stehlen kann man immer noch. Völlig richtig. Naja, verteilt euch irgendwie. Horse Arch Attack! Okay, er hat nur 36 Schützen, aber viele Berittene. Ich schicke mal schnell. Soldiers! Loose form troops! Give them hell! Warriors! At them! Unsere Kusai Khanwachen! Oh, die sind so gut. Horsebowmen! Onwards! Ich will meine Reiter da nicht einfach sinnlos reinlassen, deswegen schicken wir die jetzt mal schnell hier ein bisschen durch. Genau, das ist das, was ich nicht wollte. Zurück. Move! Mounted archers! Forward! Hier eins weiter. Hear me! Und die Berittenen gehen da hin. Weil seine Infanterie bewegt sich gerade auf uns zu. Ihr müsst da auseinander. Geht da auseinander! Horse archers! Troops! Get moving! Horsebowmen! Move! Shit. Warriors! Get moving! Warriors! Shield! Forward! Hear me! Forward! Mounted arms! Move out! Ihr habt mich missverstanden.
Der Schildwall muss breiter sein. Die Reiter müssen ganz auf die rechte Seite. Ihr könnt frei nach Verfügung angreifen. Die Reiter greifen jetzt an. Von der Seite rein wieder. Die Infanterie kann rein. Wir werden schwächeln auf der Seite. Selber übernehmen. So, alles soll nach freier Verfügung attackieren. Let's go. Alles ist durcheinander. In dem Moment, wo die aufeinander prallen, die zwei Armeen, ist absolut durcheinander. Ich liebe es. Na, zu früh. So, damit sind wir die Kusa hier wieder los. Jetzt müssen wir noch nach hinten die Burg verteidigen gegen das Südempire. Die Britenschützen sind schon echt böse auf offenem Feld, jetzt legen ja alles. Die sind unglaublich stark, wenn du nichts gegen die hast, ja. Wenn du nicht irgendwie in einem Wald abfangen kannst, einen Bergpass, einen Pass allgemein, dann, ja, tun die unheimlich weh. Ja. Den Rest lassen wir hier. Nehmen wir mit. Ich bin Level gestiegen. Das dürfte der Fähigkeitspunkt sein, den ich unbedingt haben wollte, oder? Ja. Fokuspunkt, Attributspunkt, genau. So, also. Beim Reiten komme ich ja nicht weiter, ne? Also das ist das Maximale, 204, ne? Aber das brauche ich nicht unbedingt, finde ich. Und hier müssten wir auch nicht unbedingt weiterkommen. Meine Frage ist jetzt, will ich Führung doch noch weiter und wir hauen noch einen auf Führung und hoffen, dass ich hier noch weiterkomme und dann nochmal einen auf Führung. Da sehe ich uns irgendwie. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, wir stehlen so viel, dass wir irgendwie Handel trotzdem mitleveln. Na, wir machen Führung, wir sind jetzt Banditenkönig, da muss man auch führen können, dass wir hier noch weiterkommen. Das Ziel wäre natürlich das. Weiß nicht, dafür müssten wir halt doch nochmal 4 Level machen, ne? Damit ich das nochmal eins aufstocken kann. Ja, das höhere Truppenlimit würde ich schon feiern, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Athletik wäre das hier. Was haben wir hier? Stangenwaffenschaden durch Truppen in eurer Formation. Trefferpunkte für Truppen in eurem Trupp. Zäh Frontkämpfer. Versuchen wir hier noch hinzukommen, ne? Machen die Stangenwaffen noch eins höher. Ob ich Mods für das Game habe, die ich auch empfehlen kann? Ich habe keine Mods für das Spiel, ich spiele ohne Mods. Ein Schwesterchen. Schaden mit Bögen gegen Reittiere. Treue pro Tag in der regierten Siedlung. Ja, muss ich hier mal eines Tages einsetzen. Und dann noch, keine Ahnung, ein bisschen Banditentum. Ich färbe halt ab, ne? Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig. Come on! Ah, doch, das schaffen wir noch. Ah! Guck, wer rennt! Guck, wer rennt! Guck, wer da rennt! Aber das wird dir nichts bringen!
ergebt euch oder sterbt. Wir machen eine Autoschlacht. Nur einer von mir draufgegangen, schön. Taktik 175, sehr schön. Skarakai, dankeschön, Mann, für 6 Monate. Hey, vielen, vielen lieben Dank für den HBC, aber du schon dabei bist. Dankeschön für den Support. Hallo. So, die Gefangenen. Da muss ich sogar actually ein paar rausnehmen, ne? So. Taktik, was sagen wir hier? Baumeister, Statthalter. Schaden gegen die Belagerungsmaschine, Belagerungsangreifers. Schaden gegen Belagerungsmaschinen des Belagerungsverteidigers. Baumeister und Statthalter. Schaden. Chance bei Belagerungsverteidiger. Kommen bei Belagerungsbeschluss doppelt. 25 Chance, Belagerungsverteidiger-Truppen beim Vertagungsbeschluss doppelten Schaden zuzufügen. Plus 25 Schaden gegen die Belagerungsmaschinen des Belagerungsverteidigers. Ich meine, wie kratzt sie von den Wänden? Irgendwie finde ich beides nicht so prickelnd. So, wir gehen nach Macap, verticken mal schnell alles. Nein, wir gehen nach Amfrella und dann mache ich da noch eine Gasse. Oder wo hatte ich die Gasse denn? Hatten wir noch eine Gasse? Ja, ich weiß nicht mehr wo. Ah, hier. Die haben wir schon da. Wollen wir die alte Gasse in Musea wiederbeleben? Ich meine, theoretisch. Der Unterberg hat sich jetzt so gelesen, dass die nur gut ist, wenn man eine Burg oder Stadt aushungern will beim Belagern. Mache ich häufiger tatsächlich, von daher ist das, glaube ich, schon die richtige Wahl gewesen, ne? Tja, auch die haben nicht genug Geld, um mich vollständig auszuzahlen. Weißt du was, wir geben dem Pferdedieb ein paar Sachen. Hier, sieh das an. Keine Stadt hat genug Geld für die Beute, die wir machen. So. Dann gehen wir den Pferdedieb nochmal schnell abgeben hier. Museum. Wir gründen da eine neue Gang. Wir holen uns die alte Gasse wieder, ja? Wir holen uns die alte Gasse wieder. Dann wollte ich irgendwann auch noch Chaikan holen. Und hier hinten den Rest. Die Kusai vollständig vernichten und verdrängen durch uns. Bin ich mir nur nicht ganz sicher. Zwei. Ja, wir haben so viel Besitz. Oha! Ihr könnt mich echt auszahlen? Ne, nicht ganz. Habe Streitross. Die Datteln und das Bier. Oh ja, Tatsache. Hey, super. Oh, aber ich könnte die ganzen Schafe noch, ne? Gehen in die Stadt rein. Ich will gucken, wo... Ich weiß nicht, ob wir die Nebengasse holen. Ich glaube, wir holen einfach das, was am schlechtesten verteidigt ist, ja?
Und dann schmeißen wir ein paar Männer da rein. Wenn man die Armee verlieren soll, das kannst du die ganzen Beute, die du in außerhalb Schlacht bekommst, ja direkt massenspenden. Und sehr schnell die starke Armee wieder aufbauen. Genau, genau. Hi. So who are Skill, you then? Die Skillpunkte haben wir schon. Ich wollte nur mit dir reden, damit ich in der Mitte von der Stadt spawne. Was haben wir da? Bleifuß. Wollen wir gucken, ob unsere Nebengasse noch schlecht verteidigt ist? Mal schauen, ob der Pferdedieb in der Lage ist, denen allen die Fresse einzuschlagen mit mir. Was meinst du, mein Freund? Schau mir das zu zweit. Wenn die Wachen bestechen, dass sie weggucken. Wie viele Leute haben wir denn hier, die diese Gasse verteidigen? Nichts. Ich wollte mich nur umschauen. Das sind drei Mann, ne? Sind es vier Mann? Und drei Mann. Ein Schläger, noch ein Schläger, noch ein Schläger. Wir haben unsere Nebengasse wieder. Mr. Pferdedieb, machen Sie mal bitte. Uff. Warte mal schnell, was will ich hier? Bin ich... Wir machen mal... Okay, weißt du was? Ich mache mal schnell die Axtkämpfer hier in die Gasse. Ja, die sind gar nicht mit Panzerung hier, voll gut. Sondern privat. Wie hast du dann die Banden bekommen? Ich spiele auf der Version 1.2.8. Kriege ich irgendwo noch schnell ein paar Banditen zusammen? Da sind ein paar Bergbanditen. Bin ich schneller als die? Ja, ein Ticken. Mitkommen. Da geht wieder eine 650er Armee belagern. Ich will sicher nicht meine Axtkämpfer da drin lassen, ne? Die werden sonst zu Banditen, die deutlich tiefer sind. So. Das passt schon. Usek wieder angegriffen. Ironie, das Südempire ist eigentlich auch am Ende, ne? Das haben wir so unter Druck gesetzt. Ah, war das schnell. Ich muss wirklich mir angewöhnen, immer noch schnell in die Tavernen wieder zu gehen, damit wieder neue Banditen rankommen, mit denen ihr arbeiten könnt. Mein jüngerer Bruder hat wieder ein Kind. Dieses Mal mit einer anderen Frau, ne? Weil seine Frau ist ja gestorben. Der Arme. Was haben wir hier drin? Ja, das sind nur schon 150, davon sind Rekruten. Ich würde gerne am Tag kämpfen, wenn es recht ist, ja? Lohnt sich solche Banden in anderen Städten an Gewinn oder sind Betriebe Karawanen rentabler? Kommt ein bisschen auf den Spielstil an. Also die Betriebe kannst du ja so oder so immer kaufen. Die sind ja unabhängig von den Gefährten. Das heißt, die kannst du aus der Gleichung eigentlich rausnehmen. Bei den Karawanen ist es so, wenn du mit niemandem im Krieg bist, dann sind deine Karawanen ja relativ safe, weil die können auf der ganzen Map rumrennen. Und die werden nur von Banditen angegriffen und da zwischendurch mal hops genommen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Banditenrun machst und du greifst andere Karawanen an, dann befindest du dich ja im Krieg mit einem Königreich, weil du Karawanen ständig angreifst. Wenn du dann selber Karawanen besitzt und die Karawanen rennen rum auf der Karte, dann werden die auch von den Königreichen, mit denen du im Krieg bist, hops genommen. Ja? Da lohnt sich das natürlich weniger. Weil du also als Bandit spielst und Karawanen überfällst, dann macht es mehr Sinn, wenn du in den Städten Gangs gründest, dass du das Geld da reinkriegst und nicht über die Karawanen.
Wenn du aber einen etwas friedlicheren Spielstil hast am Anfang, dann lohnen sich Karawanen unter Umständen mehr. Horsken! Wie viele Bogenschützen sind das? Warriors! Attack! Hear me! Move out! Get moving! Move out! Arms through! Move! Machen Sie mal lose Formation, bitte. Soldiers! Onwards! Die bitte dahin. Der hat ziemlich viele Bogenschützen. Ja, bitte komm. Ira, die Tochter der Königin. Warriors! Forward! Hear me! Move! Warriors! Wall! Not there! Warriors! At them! Ja, wenn ihre Bogenschützen so saudämlich stehen, ne? Dann laufen wir da einfach rein. Ist ein Pferd getötet. Warte, wenn er blockt, dann wieder sollst du. So viele Rekruten dabei. Ja, kommen die Armbrustschützen und Bogenschützen nicht richtig zum Schießen? Haben wir zu viele Reiter, die sie unter Druck setzen? Ne? Tochter der Königin. Ira ist die Tochter der Königin im Südempire. Wir haben wieder nur einen verloren. Axtkämpfer. Eine schöne Rüstung hat sie. Was denn? Die Kusai wollen Frieden. Lösegeld für irgendjemanden? Wir lehnen ab. So, ich habe hier was gekriegt? Statthalter Hauptmann. Minus 20% Kampfmoralverlust für Truppen in eurer Formation. Nahkampfwaffenfähigkeiten für Truppen in eurem Trupp, wenn sie sich in Schildwandformation befinden. Truppführer. Hauptmann, Stangenwaffenschaden durch Truppen in eurer Formation. Ja, das ist ja perfekt. Plus 30 Nahkampfwaffenfähigkeiten für Truppen in eurer Formation. Das ist Truppenführer, ne? Also, wir müssen noch nicht mal Hauptmann von unserer Infanterie sein. Die haben das. Das ist voll gut. So, schmeiß die mal raus. Er will ins Verlies gehen, ich will die Adlige nämlich bei mir haben. So, dann schmeißen wir die ganzen Leute hier raus. Das ganze Geld geht hier raus. Nice, nice.
Wer versammelt denn da eine Armee? Ich glaube, wir werden das noch angreifen und danach werde ich die Truppe auflösen. Stop there, Stranger. Ja. Du weißt schon, dass wir im Krieg sind. Machen wir schnell Autoschlacht. We are at your... Ja. We are at... Ich will ja auf Taktik ein bisschen leveln. Da sind die Autoschlachten schon ganz gut. Gehen wir mit vlandischen Hippenträgern? Brauche ich keine Pferde, ne? Ja, komm. Ja, passt schon. Legendäre Polsterung. Legendärer Schuppen. Was weniger Körperpanzerung. Sieht die gut aus? Die sieht sogar actually richtig gut aus. Egal. So, in der Armee schmeißen wir jetzt... eigentlich alle raus, die müssen alle neue Truppen rekrutieren. Wir gehen nach Jaikan und wir versuchen Jaikan alleine zu holen. Uff. Wir werden Jaikan sowas von überhaupt nicht alleine holen können, da sind da 700 Mann drin. Holy moly. Wo haben sie die alle rekrutiert? Okay, wir müssen schnell nachrekrutieren. Die guten Bogenschützen. Ich frage mich, ob es langsam an der Zeit ist, auch infanterietechnisch ein bisschen mitzugehen hier, ne? Und die Kusai Tarkans zu kriegen. Obwohl die nicht so wahnsinnig dahit sind, weil sie nicht so große Schilde haben. Hm. 300 gegen 700. Sie aushungern würden. Das Imperium wächst mit meinen Banditen. Naja, wir sind eine lose Banditenvereinigung. Nusun, mein älterer Bruder, hat den Dings verloren. Den hatte ich, der macht gerade nichts, ne? Wo ist er denn? Ja, bald erkannt, ja. Ja, eine Truppe auf. Sind es 800 mit der Miliz und der Garnison. Wenn Denek da noch rausgeht, sehr gut. Also, weißt du was, wir probieren das jetzt. Wir haben 10 Tage Nahrung. Nach 10 Tagen Nahrung verhungert die Garnison und meine Hochgepanzerten kommen eigentlich gegen die Miliz klar. Lösegeld? Nö. Warte mal schnell. Welche von beiden finde ich besser? Die hier, weil die haben das Logo nicht drauf.
nehmen die Spießträger. Aus dem einzigen Grund, weil sie das Logo des Königs von Vlandia nicht drauf haben. Nur deswegen. Gut. Bitte kommen Sie raus. Anaxis, hattest du mal überlegt, die Gefährten nach deinem Chat zu benennen? Nur die männlichen natürlich. Ich kann meine Gefährten nicht umbenennen. Also, ja, den Gedanken hatte ich schon, aber leider kann ich sie nicht umbenennen. Das ist wieder richtig dangerous hier. Hast du was übersehen? Alles gut. Ich finde den Gedanken schön. Ich finde es schön, dass die Leute im Chat mitdenken. Und sagen, hey, das wäre doch eine coole Idee und so. Und ja, es wäre eine coole Idee. Aber leider geht es natürlich nicht. So, greifen Sie an, greifen Sie nicht an. Ich lasse die verhungern. Es liegt an euch, Jungs. Ihr seid theoretisch mehr. Aber ihr traut euch nicht. Ihr fragt euch sicher, Nex, warum greifst du jetzt Chaikan alleine an und nicht mit deinen Verbündeten? Nun, meine Verbündeten müssen aktuell Truppen rekrutieren, nachrekrutieren. Die müssen Truppen nachrekrutieren. Und das zweite ist, wenn ich die Stadt alleine einnehme, dann habe ich eine höhere Chance, dass ich die Stadt kriege. Je mehr Leute daran beteiligt sind, die Stadt einzunehmen, desto mehr wird berechnet, wer hat einen Anteil daran. Ne? Also ich habe ja, wenn ich die Stadt einnehme, nachher ein Auswahlfeld von 3 Leuten, die drankommen. Und da geht es nach meines Wissens nach mehreren Kriterien. A, wer war beteiligt bei der Einnahme der Stadt? Dann B, wer hat schon wie viel Besitz? Und ich glaube C, die Clangröße spielt auch nochmal eine Rolle. Ja, bitte, kommt. 539 gegen unsere 300. Wo habe ich das schon mal gehört? Unsere 300. Also. Ich stelle meine Reiter weit links auf. Ich stelle meine... eine Schildwallformation bitte. Nein, das war doch nicht mein Befehl. Die Reiter mache ich mal so eine Formation schnell. So. Bogenschützen habe ich keine dabei. Haben Sie viele Bogenschützen dabei? Das weiß ich nämlich gar nicht. Macht bitte hier einen ganz, ganz kleinen Kreis, ja? Weil die kommen... die werden da ankommen. Ja, also. Ja! Horseboat Attack! 134. Warriors! Square Formation! Wir haben uns überlegt, machen wir eine Square Formation. In alle Richtungen. Haltet die Schilde in alle Richtungen. Ich versuche Zeit zu gewinnen.
Hear me! Give him hell! Eine Klippe, weiß ich, aber sie bewegen sich auf mich zu. Oder bewegten sich auf mich zu. Weiter. Weiter da nach hinten. Ich lasse meine Berittenen einfach machen, ne? Sie ziehen sich wieder zurück. Was machen die denn da? Zieht sich ihre Infanterie wieder zurück. Nein, nicht in die Infanterie. Geht raus da. Hinter die Infanterie, bitte. Also meine Kanzgarde macht da hinten gute Arbeit. Mach das Ding zu. Meine Reiter wieder darüber. Keine Ahnung, was da passiert. Nein, nicht die. Ich will, dass ihr nach hinten wegreitet. Weil die mir gerade blöd den Weg abschneiden. Ja, jetzt bewegt sich die Infanterie wieder auf uns zu. What the fuck geht da ab? Okay, die Kavallerie wieder zurück, weil die Infanterie bewegt sich wieder komisch. Okay, jetzt übernehmen wir die Initiative und das geht so nicht. Meine Infanterie auf sie drauf, los. Er hätte seine Infanterie schon lange auf uns schicken müssen. Schon lange. Meinte eher die 300er anspielen. Ach so, ja, nein, da, ach man. Entschuldigung, ja, du hast absolut recht. Also, also der Witz war wirklich gut. Aber ich bin halt einfach eine Bumsbirne und hab's nicht verstanden.
Entschuldigung. Und ja, sie stehen wirklich auch an der Klippe. Mann, dass ich da nicht sofort schalte. Was ist denn los mit mir? Gut. Ich habe nur 3 Mann verloren, alles andere ist verwundet. 3 Mann verloren, 33 verwundet. Was soll ich sagen? Meine Schwester ist eine unglaubliche Medizinerin. I give up. No, I give up. Stop. I... We are at your mercy. 248. Nicht schlecht. I... Na, dann jedes Mal. Ausbildung schlägt Masse. So ist es. Aber so ist es. Das ist Sparta. Ich meine Nexus, ja. So, wir setzen die Belagerung fort. Könnte sein, dass sie jetzt versuchen rauszurennen. Wisst ihr was? Wir brechen das Katapult ab. Wir bauen die Blide noch fertig. Oder die Trebuchet auch genannt auf der anderen Seite. Geht irgendjemand da jetzt mal verteidigen, bitte? Nein. Wir verlieren die Burg an das südliche Empire. Ja. Weil niemand verteidigen geht. Ganz klar. Trefferpunkte für Truppen, je Fähigkeit über 250. Ja, gerade, dass sie mich anführt. Janna. Ja, natürlich. For me. Ja, belagert es. Voll gut. Die Frage ist, schafft es da? Hat 476 Truppen versammelt, stark. Sehr stark. Ist Esur eigentlich noch bei uns? Ja. Chat, wir hatten gesagt, wir geben ihm noch eine Chance, oder? Er kriegt noch einmal das Angebot, dass er sich für uns entscheiden kann. Sobald wir Jaikan haben. Das war mein Gedanke, dass ich zuerst Shaikan holen will. So, wir lassen die Garnison hungern. Ja, wir haben sie wieder zurückerobert, wunderbar. Ja, aber er meinte doch, du hast ihn schon mal gefragt und du wolltest ihn einmal gehen lassen. Nee, das war eine Idee aus dem Chat, dass ich ihn gehen lassen soll. Ich habe gesagt, das will ich so nicht machen, aber ich werde ihn nochmal fragen. Können wir das wieder der geben, die es ursprünglich hatte? Ja. Da stehe sogar ich zur Auswahl, obwohl ich noch nicht mal mitgekämpft habe. Damit das resettet? Nee, ich glaube, es muss nicht resettet. Er kann bei mir in der Truppe bleiben. Es müssen nur eine bestimmte Anzahl an Tage vergehen, bis ich ihn wieder fragen kann. Also es ist nicht abhängig davon, ob er bei mir ist oder nicht, sondern es müsste abhängig davon, wie viele Tage vergangen sind. Isturgia hat mir den Krieg erklärt. Uiuiuiui. Thank you.
Historiker haben uns einfach den Krieg erklärt. Die Maschinen wieder zurück. Oh, die hatten aber Verluste, ne? So, jetzt können wir rein. Sehr gut. Meine Schildmaid. Garnisonssoldat in der regierten Siedlung. Milizrekrutierung in der Siedlung, sehr schön. Wir warten schnell bis Tages. Dann gehen wir. Geh mal rein und holen uns das. Wenn ich Oleg gefangen nehme, kann ich ihn auch fragen. Stimmt, ne? Da haben wir ja in die Richtung auch geheiratet. Natürlich, ja, der gute Oleg. Den Herren fragen wir natürlich auch. Schnell prüfen, ob meine Schwester auch wirklich Wunderärztin ist. Nicht, dass ich das irgendwann mal umgestellt habe und vergessen habe, zurückzumachen. Das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich sie umgestellt habe. Danach vergessen habe bei dem Angriff. Sie die Truppen versorgt, dann sind unnötig Männer gestorben. Falls Esur ablehnt, Oros fragen, nennt sie als treuer Begleiter quasi Familie. Der hat mich auch einmal gefangen genommen und seit da lebt er gefühlt bei uns, ne? Ich glaube, seine Strafe, die wir ihm zugefügt haben, ist viel heftiger, als wenn wir ihn einfach geköpft hätten. Ich meine, das Leiden, was wir über sein Leben gebracht haben, nachdem er uns gefangen genommen hatte. Seid ihr eigentlich anständig aufgeteilt? Nee. Das sind zwei Infanterie, zwei von der Infanterie, die versuchen da reinzugehen. Auf der rechten Seite. Seid ihr dumm? Die KI hat mir wieder einfach beschissen aufgefallen. Und warum steht ihr da so? Stellt euch wieder breit auf. Die 5 bitte auch breit aufstellen und die 6 bitte auch breit aufstellen. Das ist furchtbar, das ist hier wieder so ganz komisch. Da hat einer mit dem Katapult aber was getroffen. Ist aber los. Ja, viel besser. Jetzt schießen alle, wenn sie breit aufgestellt sind, in lose Formation. Kollege, was ist dein Plan? Willst du die alle alleine töten oder was? Oder provozierst du die? Das ist auch der größte Ficker der Welt, den wir bei uns haben, ne? Steht einfach hier und werf ein paar Äxte. Er schießt eigentlich auf mich. Wir machen das zu zweit, Olaf. Du nicht. In der Tradition der Kusai.
Ich benutze sie erst, seit ich genug gute Rüstung habe, dass ich kein Schild mehr benutzen muss, zu überleben. Ich habe zwei umgeritten und eine niedergestochen. Das ist auch nicht schlecht. Ich kann euch hier nicht in den Burgfried entkommen lassen. Das tut mir außerordentlich leid. Also eigentlich nicht wirklich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Scharkan ist unser. Unser. Mir fehlt die Stimme aus dem Off. Monsterkill. Ach, für den Burgfried machen wir hier schnell. Ja, ja. Gehen Sie einfach. Tun Sie. Einer ist drauf. Das ist gut. So, wir nehmen alle Gefangenen, weil die können wir alle verkaufen. Wir rekrutieren nichts aus den Gefangenen. Ein meisterlicher Steppenbogen. Mal das zeigen. So. Dann Handel. Die haben auch nicht viel mehr. So, die haben ja jetzt ein Nahrungsproblem. Haben sie die Pferde gegessen? Ja, okay. Ich muss das schnell anders machen. Wir nehmen alle Rüstung. Und die Nahrungsmittel verticken wir hier. Fisch verticken wir hier, weil die haben eine Hungersnot, weil wir sie ausgehungert haben. Deswegen können wir die Nahrung dann sehr, sehr teuer verkaufen. Ja, ist ein bisschen, ich weiß nicht so. Bier, Alter. Das wissen wir, muss hier schon raus, weil das ist eine Wertsteigerung, das ist insane. Kauf schnell Samt gegen. So. 5 Punkte auf Handel. minus 50 Kosten für das Aushandeln von sicherem Geleit. Die Preise von Gegenständen werden Karawanenmeister, Tragekapitän. Machen die Markthändler. Macht eigentlich beides nicht so viel Sinn, ne? Naja, ich wollte die Schafe noch schlachten, um das Fleisch wieder reinzukriegen. Die Schweine und die Kühe. Dann wollte ich hier schnell alles rekrutieren. Alles hier mal in die Garnison. Ich hoffe sehr, dass ich die Stadt kriege, aber ich pumpe jetzt schon mal das Geld rein. Also fast schon nahezu ausgebaut. Im Grunde genommen wirklich nur noch den Marktplatz und die Garnisonskaserne und dann sind wir hier durch. Truppentechnisch will ich das so machen. Müssen wir auch noch rausnehmen. Okay. Jetzt müsste nur ich das noch schnell kriegen. Und schaffen die das noch zu verteidigen? Schaffen wir das noch zu verteidigen? Ja, es sind 200 Verteidiger drin. So, mein großes Problem. Das große Problem, das ich jetzt habe, ist, dass jetzt die Sturgier noch kommen.
Also eine 500er Armee. Der Besitzer von Chaikan. Wer kriegt Chaikan? Ich gebe mir selber Chaikan und damit habe ich alle Städte, die ich haben will. Mehr Städte brauche ich jetzt nicht. Akalat und Odok gebe ich gerne an jemand anderen ab. Die Burgen auch. Wir haben den Kern hier mit Tyal. Ich würde sagen, das ist völlig in Ordnung. Ne? Also ich meine, wir haben Makeb, Ortongard, Baltakant und Tyal. Und in Chaikan können wir jetzt meine berüchtigt-berühmte Brauerei wieder machen, die uns damals schon so viel eingespielt hatte. Banditencamp nehme ich noch schnell auseinander, weil ich ja nicht will, dass meine Banditen hier weiterhin verweilen. Die sollen jetzt noch weiter runter. Ah ja. Und jetzt wäre natürlich das Ding Esur zu fragen. Ob er nochmal wechseln will. Wir fragen Esur nochmal. Hasst die Familie mich eigentlich? Minus 2. Next problem. I wish you peace and prosperity, but of course I don't want that. Schließ dich mir an. Wir können ihn nochmal fragen. Ich bin der rechtmäßige Herrscher dieses Landes. Ich hätte gerne eure Unterstützung. 45% für, ihr kennt mich vielleicht als Ehrenmann. Ich meine, wir müssen es probieren. Kritisches Scheitern! Die Familie möchte nicht. Ab mit dem Kopf. Er ist immer noch der Vater von meiner Schwägerin. Er ist halt immer noch der Vater, der Vater von meiner Schwägerin. Die Frage, die sich mir aber stellen würde, wenn wir ihn köpfen würden, wer wäre denn der Nächste in der Liste? Der hier übernimmt. Ah ne, ist gar nicht der Vater. Ist gar nicht der Vater. Bagai ist der Vater. Haben wir Bagai bei uns? Wenn er den Clan übernehmen würde. Lauf hier mal schnell rein. Rein theoretisch, wenn wir den Sohn köpfen würden, dann könnten wir theoretisch seinen Vater fragen, wenn er den Clan übernimmt. Schließ dich an. Dann mag er dich aber nicht mehr. Das weiß ich. Das weiß ich. Und ich meine, er hat schon zweimal abgelehnt, oder? Ich glaube, er ist der Bruder von meiner Schwägerin. Ich muss nachher nachgucken. Ich glaube, ich werde ihn köpfen. Und seinem Nachfolger das Angebot machen, sich anzuschließen. Und wenn der Vater nicht will, dann ist die ganze Familie verdammt. Das Problem ist ja, dass eigentlich... Meine Rüstung ist zu gut, du kannst mich nicht so schnell töten. Eigentlich hatte ich ja vor, durch die Heirat diesen Clan zu uns zu holen, ne? Die Kergit
Das ist nämlich der Clan, der verraten wurde von den anderen Clans bei den Kusai. Alle guten Dinge sind aber drei. Soll ich wirklich noch länger warten, bis er sich vielleicht eines Tages entscheidet, sich anzuschließen? Ich meine, ich wüsste schon, was ich machen müsste, ne? Wir müssten seine Familienmitglieder jagen und statt dass wir sie gefangen nehmen, müssten wir sie freilassen. Das verbessert die Beziehung und wenn wir ihn dann fragen, haben wir eine bessere Beziehung zu ihm, was bedeutet, dass er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu uns kommen würde. Aber das will ich in dem Run eben bewusst nicht machen, sondern in dem Run will ich das einfach ein bisschen anders angehen, indem dass ich sage, wir arbeiten mit Gewalt und mit Druck und nicht mit Freundlichkeit. Und dann, das würde eigentlich bedeuten, dass wir ihn köpfen müssten und den Nachfolger fragen müssten. You! Kämpfen nun alle für mich. Tja, der Pferdedieb. Okay. Wie machen das so? Zuerst mal, Leon, danke für den Prime für 79 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ob wir jetzt köpfen und seinen Nachfolger fragen, ob der für uns arbeiten will, also dass wir ihn mit Grausamkeit zu uns holen. Auf der anderen Seite bedeutet aber mit Grausamkeit ihn zu uns zu holen natürlich auch, dass die anderen uns noch mehr hassen, ne? Ob wir das machen oder nicht, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ob wir gegen die Sturgier gewinnen, die uns aus dem Norden angreifen, werden wir auch in der nächsten Folge herausfinden. Und ob wir Olaf gefangen nehmen, der ja auch mit uns verheiratet ist, also der Clan ist mit jemandem von unserer Familie verheiratet, ob wir den auf unsere Seite ziehen können und ihn bei den Sturgiern installieren, werden wir sehen. Zuerst müssen wir aber noch in der nächsten Folge die Armee hier abwehren. Gut. Wenn ihr so mal Let's Play Channel guckt, Like da lassen, Kommentar da lassen, sehr gerne Feedback lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.